Willkommen zum Konzepttest 21 mit dem Thema Entalpie und physikalische Prozesse. Zuerst eine allgemeine Erklärung zur Entalpie. Entalpie ist eine Zustandsgröße, die aus der Wärme resultiert. Dabei ist sie ein Maß für die Energie in einem System. Messbar ist diese Größe mit isobaren, spontanen Prozessen. Hieraus ergibt sich eine Gleichung Delta H ist gleich Delta U plus P mal Delta V. Dies bedeutet, dass die Enthalpieänderung gleich der Änderung der inneren Energie plus der Volumenänderungsarbeit ist. Änderungen der Enthalpie entstehen zum einen durch die Änderung der Temperatur oder einer Änderung der Phase. Zum anderen ändert sich die Enthalpie bei einer Veränderung der chemischen Zusammensetzung oder bei nicht idealen Systemen, zum Beispiel durch Verdünnung. Und nun zur Fragestellung. Bei welchem dieser Prozesse nimmt die Enthalpie des Systems ab? Erstens, zwei ideale Gase werden gemischt. Zweitens, ein ideales Gas wird isotherm, reversibel, expandiert. Drittens, ein ideales Gas wird adiabatisch, reversibel, expandiert. Und viertens, ein ideales Gas kondensiert isotherm zu einer Flüssigkeit. Zuerstens, zwei ideale Gase werden gemischt. Wenn Wärme beim Mischen von zwei Stoffen entsteht, ändert sich die Enthalpie. Daraus resultiert eine Mischungsenthalpie. Beim Mischen idealer Gase entsteht keine Mischungsenthalpie, da es zwischen den Teilchen der Gase keine Wechselwirkungen gibt. Die Enthalpie bleibt also konstant. Zweitens. Ein ideales Gas wird isotherm, reversibel, expandiert. Isotherm bedeutet, dass die Temperatur konstant ist. Somit ist Delta T gleich 0. Da die innere Energie eines idealen Gases nur von der Temperatur abhängt, ist auch Delta U gleich 0. Aus diesen beiden Zustandsgrößen ergibt sich eine Enthalpieänderung von 0. Es wird die gleiche Menge an Energie aufgenommen, die als Arbeit abgegeben wird. Die Enthalpie bleibt konstant. Drittens. Ein ideales Gas wird adiabatisch reversibel expandiert. Durch die Volumenarbeit ändert sich der Druck. Das Volumen des Gases nimmt bei Abfallen der Temperatur zu. Dies führt zu einer Enthalpieänderung. Bei idealen Gasen ist dieser Prozess reversibel. Das heißt, er ist umkehrbar. Denn wenn die Temperatur wieder ansteigt, sinkt das Volumen wieder ab. Viertens. Ein ideales Gas kondensiert isotherm zu einer Flüssigkeit. Die Zustandsänderung veranlasst immer eine Änderung der Enthalpie. Beim Kondensieren des Gases ist die Kondensationsenthalpie immer negativ. Das bedeutet, sie nimmt ab. Also haben wir hier auch eine Enthalpieänderung. Hier noch einmal ein Überblick zur Fragestellung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.